Hallo Leute, hier ist wieder Fissunas Berlin. Ja, heute ein Jahresrückblick. 2016 geht ja in circa einer Stunde und 15 Minuten ist es vorbei. Ich nutze die Zeit, um ein Resümee für mich zu ziehen. Ich war gerade im Kino gewesen und habe mir Arrival angesehen. Ich habe mich so gefreut, dass ich zum Jahresende so einen tollen Film sehen konnte. Der ist wirklich empfehlenswert. Der ist mir richtig so unter die Haut gegangen, war ein Science Fiction. Ich liebe ja Science Fiction Filme. Aber das war echt ein Film besonderer Art. Ich habe lange nicht mehr so einen tollen Film gesehen. So, aber zum Jahresrückblick. Was war so los bei mir 2016? Ja, im Februar kam ja die Einlasskündigung vom Vermieter. Da musste ich umziehen. Und ja, das hat mich ja damals ziemlich geschockt gehabt. Aber so. Zu meinem Glück habe ich schnell wieder eine neue Wohnung gefunden, die ich zehnmal, tausendmal besser finde als die vorherige vom Standort und von allem her finde ich es hier viel besser, viel näher zu meiner Tochter und so weiter und so fort. Durch sie habe ich es ja erst überhaupt bekommen und ich bin hier richtig glücklich, habe mich gut eingelebt. Vor allem war es ja im Sommer, da habe ich ja auch Filme gedreht über Videos gedreht darüber, wie ich um den See laufe und so. Also von den, wie soll ich sagen, von den Optionen ist es hier so gut gelegen. Ich kann einfach, vom Kulturellen ist es gut, von der Natur ist es besser. Also obwohl ich nicht so oft jetzt zum See gehe, weil ich kaum Zeit finde, aber trotzdem. Dann kommt dazu, dass ich halt nur ein Zimmer habe, nicht so viel putzen muss wie bei der letzten Wohnung. Es geht hier ruckzuck alles, wenn ich mal hier angefangen habe. Also im Großen und Ganzen war das Bombe. Was noch dazu, also was so an 2016 war, waren die Hip-Hop-Events, die Battles, zu denen ich dann gegangen bin. Dann mein Tanzen hat sich viel, viel, habe ich viel mehr intensiviert. Ich habe das so sogar gecrashed, dass ich 550 Kurse besucht habe und dann dafür auch so eine Anerkennung von der Schule bekommen habe mit so einem Kapuzenshirt mit der Zahl 550 und 216, 2016 als Jahreszahl drauf. War ein bisschen geflasht davon, also hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas kriege. Ja, was noch war halt Karneval der Kulturen an Events, war halt in Berlin dann das vegane Fest war gewesen. Dann, was war noch? Achso, ich bin zum Placebo-Konzert gegangen, was ich auch gefilmt habe. Die anderen beiden Events habe ich ja auch gefilmt. Dann war die Tomatenshow von Robert Gladitz. Welche ich richtig Bombe fand und da super Leute kennengelernt habe. Und ja, und die Connection sogar bis zur Tanzschule gehen, was mich etwas irritiert hat. Ja, dann, was war noch? Ja, in meiner neuen Wohnung habe ich ja keinen Backofen. Dadurch habe ich diesen Airfryer gekauft, habe den, was habe ich noch, den First Austria Pot Schnellkochtopf gekauft. Dann habe ich eine Mikrowelle mit Grillfunktionalität, wo ich einen Film gedreht habe, auch wie ich eine Pizza darin mache, mit Grillfunktion ist die. Ja, also so ganz viele neue Sachen und Highlights sind dazu gekommen, dadurch, dass ich einfach mal umgezogen habe, mein Leben ein bisschen bunter geworden. Habe ich noch gemacht? Ich habe die Produkte von Attila Hildmann, die er so online stellt, mal ausprobiert. Die haben echt lecker geschmeckt. Aber sind ein bisschen für mein Budget etwas zu teuer. Ich hoffe mal, dass er einen Laden hier in Berlin aufmacht. Ja, was noch? Ach so, ich habe angefangen mit der Dokumentation Baustelle A100, wo die Autobahn gebaut wird, hier gleich bei mir um die Ecke. Und ja. Das werde ich auch nicht sehr dokumentieren. Dann habe ich Freestyle-Videos gedreht von meinen Tanzerfolgen. Sozusagen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe dann noch die Berlinale ganz am Anfang des Jahres besucht. Dazu hatte ich auch ein paar Videos, aber die haben nicht so einen Anklang gefunden. Ich hoffe, im nächsten Jahr ist es ein bisschen besser, dass ich mehr dafür interessiere. Dann, ja, habe ich ein bisschen mehr diese High Carb Low Fat Ernährung gestartet.
Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die Ernährung ist oder ob die Übung. Jedenfalls habe ich ein bisschen Fett um die Rippen verloren und auch um den Bauch herum. Muss aber sagen, dass ich jetzt wieder ein bisschen mit den Nussmusen dazu tue, aber es wird sich immer abwechseln. Ja, ob ich das mache oder nicht. Ja, ansonsten habe ich auch eine Blutuntersuchung gemacht, aber auch alles okay. Darüber mache ich noch ein Video, da drehe ich noch was ab. Es kommt bald online. Ja, ansonsten war eigentlich das Jahr 2016 ganz gut soweit. War ein bisschen bunter als die Jahre zuvor, was mich gefreut hat. Und ich hoffe, dass das alles noch so viel, viel bunter wird und viel, viel mehr erleben werde. Ich möchte ja auf jeden Fall 2017, möchte ich auf jeden Fall noch ins Ausland reisen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Und mein Konto habe ich auch ein bisschen korrigiert. Ja, und arbeite 2017 noch daran. Und ansonsten, ja, ist halt, das Leben ist einfach mal ein unbeschriebenes Buch. Man weiß immer nicht, was auf einen zukommt. Aber man muss es halt positiv sehen. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Und ich werde das hier gleich online setzen. Tschüss!